Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Huch, Fallout 4 im Überlebensmodus und heute schauen wir uns noch ein bisschen hier um in Diamond City, was es hier alles gibt. Und ihr sprecht mir alle rein, das gefällt mir gerade. Ich muss meinen Ton mal leise machen, sonst drehe ich hier durch. So. Ich wollte mit dir reden, ne? Du kommst mir aus einem Trailer sehr bekannt vor, aber deine Wampe ist ein bisschen neu. Na gut. Du brauchst ein echtes, handgefertigtes Original-Hickory-Schlagholz. Schlagholz? Was ist ein Schlagholz? Haha, ein Neuling, was? Ein Schlagholz ist eine echte Tradition in Diamond City. Früher war das alles hier mal ein Stadion. Es haben sich zwei Teams getroffen und ein Spiel namens Baseball gespielt. Ein Team hat das andere mit sogenannten Baseballschlägern totgeprügelt. Und die besten Schläger wurden Schlaghölzer genannt. War wirklich so. Ich muss sagen, die Synchronisation... Top! Okay, Teams? Ach ja? Welche Teams gab es denn? Es gab die Diamond City Demolishers. Richtig große Kerle. Haben in Power-Rüstung gespielt, mit spezieller Pneumatik für die Arme, damit sie härter zuschlagen konnten. Dann gab es noch die Lexington Ladies, ein Damenteam, angeführt von der Trainerin Bloody Mary Sue, hatten die meisten getöteten Gegenspieler in der Liga. Ha, ich könnte noch den ganzen Tag weitererzählen, zum Beispiel von den Concord Crushers oder den Quincy Killmeisters, aber du hast jetzt bestimmt schon mal eine Vorstellung. Ach, war echt ein irrer Sport. Ja. Da frage ich mich doch, wie viele Personen, wie viele Spieler sollten am Ende eine Saison dann auch leben können. Ich weiß es nicht. Oder wo haben sie die Leute herbekommen? Ich habe keine Ahnung. Hey, du Trottel, so wurde Baseball ganz sicher nicht gespielt. Ach ja, du Schlauberger. Wenn du so ein Experte bist, wie wurde es denn deiner Meinung nach gespielt? Und was macht dich zum großen Experten? Ganz einfach. Ich stamme aus Diamond City. Baseball liegt mir im Blut. Und? Beantwortest du jetzt meine Frage, oder was? Es war Amerikas Nationalsport. Ein Sport, der an warmen Sommertagen Familien zusammenführte. Und er war nicht gewalttätig. Jedenfalls meistens. Mir gefällt meine Version besser. Und? Kann ich dich für ein echtes, handgefertigtes Hickory-Schlagholz begeistern? Hast du Arbeit für mich? Wenn du was für den Sport tun willst... Ich weiß, wo es ein paar Sammlerstücke aus Vorkriegstagen gibt. Trainer, aufgeben ist für Penner Westing, hatte ein Anwesen nicht weit von hier. Angeblich soll er zu seiner Pensionierung von der Liga drei Geschenke bekommen haben. Einen Baseball, einen Fängerhandschuh und eine Baseballkarte von allen anderen Trainern unterschrieben. Du kannst dir vermutlich schon denken, was jetzt kommt. Ich zahle dir für jedes dieser Relikte 100 Kronkorken. Was sagst du? Dafür, dass ich mein Leben riskiere? 100 Kronkorken ist ein bisschen wenig. Ich will mehr. Mir gefällt, wie du denkst. Sagen wir 125 Kronkorken. Was meinst du? Einer geht noch. Bitte. Dir gehört ein ganzer Laden. Da ist doch sicher mehr drin. Du hältst mich wohl für einen totalen Volltrottel. 100 Kronkorken pro Stück und mehr nicht. Nimm's Dreck. An oder lass es. Gut, ich hab zu hoch gepokert. Eine Karte, ein Handschuh, ein Ball. Verstanden. Ich danke dir. Und der Baseballsport dankt dir auch. Naja, du mich auch. Raus ins Left Field. Papa sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Du bist zu mir gelaufen. Was willst du denn? Hau ab! Oh, wow. Du bist aber groß. Und wer bist du? Du hast wenigstens ein Kondom. Mein Gott. So. Wenn du Probleme machst, wirst du Probleme kriegen. Ich hab nur geguckt. Alles ist gut. City Surplus. Rund die anderen Läden haben vielleicht geschlossen. Aber Diamond City Surplus hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Nice. Was verkaufst du hier? Alles, Sir.
Miss Mörner beschafft die ausgefallensten Waren von bester Qualität. Mhm. Wir kaufen auch nicht mehr benötigte Gegenstände an, die sie mit sich führen. Und wir haben rund um die Uhr geöffnet. Gratis. Klar, ich schau mal, was du hast. Ausgezeichnet. So, Percy. 200 Kronkorken hast du, ja? Ah, dann nimm mal den hier. Den hier, den hier. Ja, ich hab Luca-Granaten. Cool. Keine Ahnung woher, aber ich hab sie. Und mir wurde gesagt, ich soll meine Waffen mal benennen, damit ich sie wiederfinde. Das ist übrigens eine sehr gute Idee. Das werde ich noch machen. Sonst verkaufe ich irgendwann mal eins meiner Waffen und das ist ja nicht so schön. Außerdem weiß ich nicht mehr, was für meine Waffe ist. Hier sind überall Herzen und Sterne, ich habe keine Ahnung. Nicht abbrechen, nein. Annehmen. So, ein paar Kronkorken mehr. Und dann schauen wir mal, ob hier jemand drin ist. Wenn nicht, dann klaue ich alles. Hallo. Nachts ist der Roboter für den Laden zuständig. Wende dich an ihn. Hey, Mörner. Lass mich in Ruhe. Ach, wir haben doch schon mal miteinander geredet, oder? Ich hock hier nur. Ich glaube, sie geht weg. Ganz genau, guck weg. Nein. Ja. Okay, dann wollen wir mal. Ach, das schon wieder. Und ich habe Tipps zum Knacken gegeben. Es geht nicht darum, die Wörter zu vergleichen, sondern das Ursprungswort zu finden. Also ja, was eigentlich normalerweise logisch ist, aber wenn wir auf eine drücken, wie zum Beispiel den hier, dann haben wir da null Treffer. Das heißt, kein einziger Buchstabe stimmt mit dem Original überein. Sollte hier jetzt ein T sein und beim anderen ein T und bei beidem steht dann Treffer 1, heißt es nicht gleich, dass es das T ist. So. Da ich aber ein Profi bin, macht das nichts, dass ich jetzt drei Versuche habe, denn ich habe sie alle zurückgesetzt. Jawoll. Der Zero ist ein Meister, Freunde. So. Ja, easy. Das haben wir ja gleich geknackt. Auf der rechten Seite hier gibt es nicht so viel. Oder ich sehe es einfach nicht. Naja, gut. Wir wissen, dass es Gaunt nicht ist. Enkel ist auch nichts dabei. Also da ist auf jeden Fall... Okay, damit kann man ja schon arbeiten, ne? Wir haben zwei Sachen. Wir haben Enkel und Gaunts. Wir vergleichen das einfach mit Swore. Swore kann es schon mal nicht sein. Weil wir beim zweiten bei Enkel ein E am Ende haben. Okay. Seven kann es zum Beispiel sein. Races kann es nicht sein. Beats könnte es sein. Und Dress. Kann es auch sein. Dann haben wir noch Globe. Globe kann es nicht sein. Das heißt, wir haben drei Sachen. Und wir können eigentlich gar nicht mehr schief gehen laufen, ne? Alles klar. Alles easy. Das war ja falsch, ne? Seven. Na also. Vermutliche sind's. Bürgermeister McDonald. Moment, McDonald oder wie auch immer heißt. Wir haben doch eine Mrs. McDonald getroffen. Stand in der Zeitung. Aha. Aha. Deswegen will er die Zeitung verbieten. Nicht, weil sie Propaganda gegen Zins schwört oder was auch immer. Sondern, weil er da drinnen stand. Ellie Perkins. Offensichtlich. Geneva bestellt immer dasselbe. Arturo Rodriguez. Zu nett. Abbott. Zu unfreundlich. Piper schreibt Artikel, um von sich abzulenken. Fragezeichen. Danny Sullivan. Infiltriert die Sicherheitsleute? Solomon tut so, als wäre er ständig high. Ich kenne seine Tricks. Moe Cronin. Nur ein Sünd kann Baseball lieben. Das heißt, eigentlich sind alle von denen Sünds. Aber ich glaube immer noch den Bürgermeister.
Ich glaube immer noch den Bürgermeister. Und ich glaube, dass wir auch einen Sünd als Begleiter kriegen können. Pläne, Anti-Sünd-Bewegung. Die Stadt braucht eine echte Bewegung gegen Sünds. Die Sicherheitsleute sind nutzlos. Egal wie viele Beschwerden ich einreiche, es wird nie jemand verhaftet. Ist ja auch logisch. Ich meine, die hat ja Bahnvorstellung. Wissen die denn nicht, dass alle Sünds Rechtshänder sind? Und immer Punkt 12 zum Mittagessen? Das sind eindeutige Beweise. Und ich habe äußerst genaue Aufzeichnungen über die Aktivitäten aller Leute auf dem Markt geführt. Gut, Punkt 12 kann ich verstehen. Wer genau um Punkt 12 sagt, okay, Mittagessen, der kann Sünd sein. Klar, logisch. Aber Rechtshänder? Bin ich jetzt auch ein Sünd oder was? Naja. Ich veranstalte erste Treffen. Nur mit ein paar Leuten, denen ich vertraue. Wir holen uns die Stadt von den Sünds zurück. Ich muss jeden genau überprüfen, bevor ich ihn einlade. Egal wie lange es dauert, ich muss mir sicher sein, jeder könnte ein Sünd sein. Jeder. Ach, deswegen ist sie auch schon auf mich zugekommen und meinte, mit Sünds verhandle ich nicht, weil die ein bisschen gestört ist. Okay, was war das? Percys Wartungstermin. Dies ist eine Erinnerung, Myrna, dass Percy bald zur Wartung muss. Er ist der Einzige, dem ich wirklich vertrauen kann. Eine Maschine, die weiß, dass sie eine Maschine ist. Warum konnten sie da nicht aufhören, hm? Warum einen Roboter bauen, der meint, ein Mensch zu sein? Sünds sind keine Menschen. Das ist ja genauso wie der Judenhass. Achso, Diamond City. Nette Butze. Außer, dass ich hier ständig runterfalle. Ach, jetzt... Oh, jetzt. Mann, Hund, warum? Auf alles zu blockieren. So, schwarze Weste und Hose. Wir hatten doch... wo war das? Kleidung. Militäruniform gefunden, ne? Halt, wir hatten doch, genau, Bewegung und Wahrnehmung hatten wir das, deswegen hatten wir das angezogen. Und, was ich total vergessen habe, uno momento, ich habe es jetzt seit Wochen, habe ich das schon auf meinem Tablet. Und zwar kann ich ja separat eine Karte laufen lassen, beziehungsweise ich kann den Pip-Boy auf meinem Tablet laufen lassen, was sehr elegant ist, weil der ja auch recht groß ist, der Bildschirm. Ne? Auf dem Handy würde ich das jetzt nicht machen, weil das Handy ist halt sehr klein. Aber so auf dem Tablet kann man das mal machen, deswegen starte ich das jetzt mal, solange wir in den Wartebildschirm kommen. Da huscht jetzt gerade einmal die Matrix durch. Ich könnte das theoretisch eigentlich irgendwo in eine Ecke reinpacken, damit ihr es ausseht, aber es würde halt ja den Bildschirm versperren. So. PC. Suche nach Netzwerk. Ich hoffe, es funktioniert. Keine Geräte gefunden. Ja, dann halt nicht. Dann muss ich das... Kein Problem, wir haben alles. Soll ich das Spiel neu starten? Ah, warte. Ich glaube, das muss man in die Einstellung machen, oder? Gameplay, war das hier? Tatsächlich ist es aus. Ja gut, dann machen wir das in der nächsten Folge, weil ich muss das Spiel neu starten und das mache ich dann für die nächste Folge. Noch brauchen wir ja keine Karte, ist jetzt auch halb so wild. Wieso kann ich hier runterspringen? Was bringt mir das? Gibt's hier irgendwo Lootkisten? Nachts einkaufen? Kein Problem. Diamond City Surplus hat rund um die Uhr geöffnet. Oder ist hier irgendwas versteckt? Das sieht so mysteriös aus. Als wäre hier was versteckt, aber naja. So. Was haben wir denn hier? Diamond City Radio? That is mal interessant. Oh, hi. Hallo? Du bist der Sprecher? Naja. Gut. Sieht wenigstens hier aus wie so ein Radio-Studio. Das ist also unser heiß begehrter Sprecher, den wir ständig im Stream hören. Naja. Ich mach
mach nicht. Ah, okay, ich mach normalerweise nicht. Oh, oh Gott. Deshalb. Travis. Hey, ich meine, hi. Mal wieder. Hi. Wo hast du das Glas her? Bist du Zauberkünstler? Hey, Travis. Diese Radiostation. Nun, die wird auffallen, dass es sonst keine gibt. Okay. Sehr gesprächig. Ich merke schon. Sehr gesprächig. Okay, ich verstehe. Der Typ hat sie nicht mehr alle. Nachts sieht das übrigens sehr toll aus in Fallout 4. Muss ich zugeben. Auch wenn ich keinen Mond sehe. Was ich ein bisschen seltsam finde, aber gut. So, was haben wir denn noch hier so Schönes? Da hinten ist ja die... Oh. Kriegen wir noch ganz viele Pflanzen für unser Zuhause. Also, ich denke mal, mittlerweile haben wir genug. Sollten wir wieder was brauchen, kommen wir hierher. Brahmine. Ah, ihr seht schon verändert aus. Ihr habt so... Ja, ein bisschen Fell habt ihr noch übrig, ne? Sieht auf jeden Fall cool aus. Es sieht aus wie so eine verbrannte Kuh mit zwei Köpfen, aber naja. Kuh ist Kuh, ne? Ja, damit würde ich sagen, haben wir Diamond City durch. Und glaube ich zumindest, wahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Hier gibt's wahrscheinlich noch sehr viel zu entdecken. Weil ich glaube, wir müssen tagsüber wiederkommen, ne? Komm, wir setzen uns hier mal auf die Bank und warten. Die synthetische Wahrheit. Die kennen wir doch schon. Die Zeitung. Naja, warten wir bis so 10 Uhr. Das wird schon passen. So. Jetzt ist hell und jetzt müssen noch die Läden wieder geöffnet haben, ne? Wenn du Probleme machst, wirst du Probleme kriegen. Verstanden? Keller von Fallons. Ja, ich wusste, dass wir noch nicht alles durch haben. Ich meine, es ist eine große Stadt. Was ist das für ein Geräusch? Ist das eine Bong? Miss? Hallo. Warst du schon mal hier? Spielt das eine Rolle? Ja, denn Fallons ist kein Wohltätigkeitsverein. Die Klamotten stehen zum Verkauf, solange du genug Geld hast. Und geklaut wird nicht, klar? Mal gucken. Leute klauen diese Sachen? Ernsthaft? Ja, tun sie. Also reit da jetzt nicht so drauf rum. Jetzt, wo wir das geklärt hätten, willkommen bei Fallons. Ich zeig dir gerne, was wir alles auf Lager haben. Fallons Keller. Interessanter Name. Ja, der ist schon richtig alt. Es gab hier schon vor dem Krieg ein Fallons. Mein Opa meinte, dass wir unseren Kunden traditionell schon immer Qualität zu erschwinglichen Preisen geboten haben. Aber erschwingliche Preise sind wohl für einige Leute immer noch zu viel. Verfluchte Diebe. Und die Diamond City Sicherheit unternimmt nichts. Zwei Sachen. Der Stacheldraht an ihrem rechten Arm ist verdammt ungemütlich. Die zweite Sache. Ist das eine verdammte Perücke auf ihrem Kopf? Guckt mal genau auf ihre Haare. Warum hilft dir die Diamond City Sicherheit nicht? Mein Mann wurde entführt, okay? Vom Institut. Die Sicherheit wollte nichts unternehmen. Ich habe Stress gemacht und jetzt stehe ich auf deren schwarzer Liste. Dein Mann wurde vom Institut entführt? Naja, er ist zumindest nicht mehr hier, aber ist ja auch nicht so, als würde das Institut groß Spuren hinterlassen. Abgesehen von diesen verdammten Sins. Was ist dein Sünd? Das soll ein Witz sein, oder? Synths, diese Maschinenmenschen, die das Institut herstellt. Einige sehen sogar wie echte Menschen aus, da erkennt man keinen Unterschied mehr. Aber ich hatte Glück, das Institut hat meinen Charlie entführt, sich aber nicht die Mühe gemacht, ihn zu ersetzen. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Ein zahlender Kunde, endlich. Ah, das wollen wir doch mal gleich gucken. Was hast du denn? Kleidung. Championship. Plus ein Beweglichkeit und Wahrnehmung. Oha.
Aber ist wahrscheinlich sau teuer, ne? 700. Eieiei. Reduziert den Roboterfürsten erursachten Schaden. Also, ich habe ja von euch schon gehört, man kann diese Spezialsachen anscheinend auch auseinandernehmen. Was recht cool ist. Oh. Wie teuer bist du? Du gehst eigentlich, ne? Du gehst eigentlich. So ein Anzug ist schon mal nicht schlecht. Wo ist das Ding, was ich hier abgekauft habe? Oder jedenfalls rüber transferiert habe? Das hier, ne? Ich habe plus einen Stärke und Ausdauer an. Oh, ich kann nicht gesehen. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Das gibt mir 1000. Kommen wir auf jeden Fall gut um über die Runden, wenn wir irgendwo mal hin müssen. Komm, nehmen wir. Sehr schön, danke schön. Ich weiß, wir hätten wahrscheinlich selber einen gefunden, aber ich weiß halt nicht, wo das hier zu finden ist im Fallout 4 und deswegen kaufe ich es mir einfach. Es tut mir leid! Ich gehe schon. Bin schon weg. Wäre natürlich einfach, so ein Ding zu finden, wenn ich wüsste, okay, da gehe ich hin und hole mir jetzt mal so einen Anzug. Das wäre ja gar kein Problem, aber kann ich natürlich nicht machen, weil ich nicht weiß, wo ich so etwas finde. Deswegen kaufen wir es einfach mal. Schadet nicht, ne? Wieso niemand die Klamotten geklaut von den Dudes, weiß ich auch nicht. Cola! Luca Cola! Du willst eine Limo? Verstehe ich das richtig? Im Dugout Inn gibt's welche, aber da kann ich nicht hin. Darf Schnaps nicht zu nahe kommen. Der Doktor hat's mir verboten. Ja, bitte. Oh, danke, danke. Das war eine Quest. Okay. Ah, der Neue. Stimmt doch, oder? Der Neue? Tja, was soll ich sagen? Neuigkeiten sprechen sich schnell rum in Diamond City. Ich bin Arturo Rodriguez. Wenn du was zum Selbstschutz brauchst, bist du bei mir richtig. Du kennst dich also mit Waffen aus, was? Pass auf, ich kann dir Knarren, Schwerter, was auch immer verkaufen und die werden dir helfen, am Leben zu bleiben. Aber das Geheimnis bei Waffen liegt in den Mods. Die verleihen dem Ganzen erst die persönliche Note. Schraub ein Zielfernrohr dran, vergrößere das Magazin, was auch immer. Wenn du dir Zeit für deine Ausrüstung nimmst, bist du auf alles vorbereitet. Naja, wie dem auch sei, reden wir übers Geschäft. Was brauchst du? Zeig mal, was du so hast. Alles in Hand. Das heißt, er verkauft auch Mods, ja? Okay. Blablabum. Ein Big Boy. Feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Okay. Old Faithful. Aber die Sachen finden wir auch selber. Da muss ich mir nichts kaufen. Kleidung. Ja. Wächterarmschutz. Das ist eher was für die Power-Rüstung, ne? Power-Rüstungsgestell? Was bist du? Was ist ein Power-Rüstungsgestell? Steht da irgendwas drauf? Ach so. Da, wo ich die Dinger reparieren kann. Die sind aber so teuer. Ladung Aluminium, Ladung Kupfer, Ladung Schrauben. 1000! Ach, du ahnst es nicht. Okay, bei dem kann man also Schrauben kaufen. Das ist nett zu wissen. Waffenbank, so. Ach, tatsächlich, man kann sie umbenennen. Okay, dann schauen wir mal, dass wir unsere Sachen Wagt heute euch nicht umbenennen. unbewaffnet vor die Mauer. Hier gibt's das Beste für den Selbstschutz. Okay. Ich nehme einfach das aus den Macht Klammern das weg. Spiel! Kauft ein Schlagholz! So benennen wir benennen einfach mal. Ja, ist gut. Alles, Ist was du gut. brauchst. Hört auf zu reden. Wir benennen einfach mal die Waffen alle um, die wir behalten möchten. Somit finden wir sie auch immer wieder.
Rechtmäßige Herrschaft ist in Ordnung. Obwohl, den benutzen wir derzeit, ne? Komm. Wie nenne ich dich denn? Wir haben Handfeuerwaffen, Gewehre und Munition. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer füllt sich 50% schneller, ja? Im Surplus sind Zünds nicht gekommen. Ich nenne dich Crit. Boom. So, Crit Boom. So. Was haben wir hier noch? Ihr braucht angepasste Ausrüstung. Das ist ja auch eine unserer Waffen, die wir anhaben, ne? Zielfernrohre, größere genau, das ist ein Herz. Halt doch die Fresse da hinten. Ich hasse es, wenn ich hier irgendwie rumbastel, irgendwie quatscht mir die ganze Zeit ins Wort. So, dann benennen wir dich nochmal um. Durchschlagend. Bei dem machen wir es ganz simpel, weil den will ich ja nicht behalten. Crit Boom möchte ich natürlich behalten. Die Planke auch. Komm, wir nennen es einfach ganz simpel Panzerbrecher. Pistole. So. Panzerbrecherpistole. Doppelläufige Schurfwinde habe ich hier auch an. Nur das Beste für den Selbstschutz. Handgefertigte ja. Stücke. Nehmen wir sie Schrot. Das passt schon. Das sind ja Sachen, die wir jetzt nicht unbedingt behalten wollen. Deswegen. Das Zentrum des Handels in ganz Diamond City. Das nur die Sachen, die wir wirklich behalten wollen, die benennen wir speziell um. Da ist noch ein Herzchen. Oh. Wir haben Handfeuerwaffen, Gewehre und Munition. Bullseye. Ich glaube, das schreibt man so, oder? Bullseye. So. Kampfmesser. Ups. Hier gibt's hochwertige Schlaghölzer. So, mach ein Nickerchen. So, mach ein Nickerchen, heißt der. Und dann haben wir noch meine schallgedämpfte Pistole. Die heißt Psst. Wir kaufen und verkaufen wir alle. Okay. Station verlassen. Und von jedem. Ja, komm. Außer Synths. Synths sind hier nicht erwünscht. Ich verkaufe zwar so ziemlich alles, aber nichts davon ist schon. Lass stecken, Mann. Ich hab nichts gesehen, ich hab nichts gehört. Du mich auch, Alter. Du mich auch. Na gut, jetzt haben wir unsere Waffen umbenannt. Rest des Lebens nicht umbringen. Ah, das ist mein Zuhause. Hier kriegst du deine Medikamente. Okay, jetzt sind wir rumgelaufen. Ich hoffe, du hattest auf dem Weg hier keine Probleme. An der Brücke über den Fluss lauern. Na gut, ich denke mal, damit können wir weitergehen. Wir haben natürlich diesen noch kaum zu glauben, Chirurgen. Dass das wirklich ist. Es gibt nur eins, was man im Dugout in kaufen sollte, und das ist der Schnaps. Ich muss auch mal was. Ach, hier war ich doch nicht drin, ne? Bitte? Gott, die Leute, die schreien hier alle so rum. Kann mein eigenes Wort nicht verstehen, alter Schwede. Vadim, ich muss mit dir. Augenblick noch, Jefim. Ich erzähl grad was. Also, ich bin gerade dabei, den Fluss zu überqueren, ja? Ich habe also nichts an. Da taucht plötzlich eins der gefährlichsten Seeungeheuer überhaupt auf. Ein Meyerlurk. Ein Meyerlurk? Ach komm, der rangiert doch auf einer Skala von 1 bis 10 bei 2 oder so, höchstens. Richtig tödlich sind. Vadim! Oh, ich hab ganz vergessen, dass du da bist, Jefim. Was gibt's? Weißt du was? Vergiss es. Ich kümmere mich selbst darum. Schau dir mal die Bar hier an. Dafür habe ich jemanden getötet. war nur Spaß. Er ist allerdings wirklich tot. Okay, lass es mich wissen, wenn du bestellen willst. Das ist deine Bar? Verdammt, ja. Mein Bruder Jefim und ich machen den besten Schwarzgebrannten im ganzen Commonwealth. Wir nennen ihn Bobrovs Besten. Wir mussten sogar schon Zimmer vermieten, damit die Gäste nach ein paar Gläschen einen Platz zum Umfallen hatten. Aha. Ich überlege es mir mal. Du weißt ja, wo du mich findest.
Na ja, komm, wir können mal gucken, was Alkohol bringt. Ah ja, du. Bei uns gibt's rund um die Uhr den berühmten Bobrov-Schnaps. Ich frage mich nur. Was du so hast. Gut, gut. Wie hat er diesen Akzent hinbekommen? Ich meine, wir haben Jahr 2200. Hast du nicht gesehen? Wir sind schon 200 Jahre vergangen, seitdem die Bombe geplatzt ist. Und man dürfte meinen, dass so langsam der letzte Akzent verschwunden ist aus einem Land, aus dem man nicht rauskommt oder vermeintlich nicht rauskommt. Er muss ja irgendwie aus Russland hergekommen sein. Was ich irgendwie ein bisschen seltsam finde. Weil es ja nicht geht. Stärke, Charisma und Initiative minus. Ja, okay. Ja, gut. Bin beschäftigt. Halb so wild, so Alkohol brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ansässige. Hallo. Du kannst Drinks und Essen entweder bei mir oder an der Bar bestellen. Ach du heilige Scheiße, wer bist du denn? Wem gehört eigentlich diese Bar? Der Laden gehört seit ein paar Jahren den Bobrov-Brüdern. Vadim Bobrov ist der Laute, Jefim der Ruhige. Und ich muss mir den ganzen Tag anhören, wie sie miteinander diskutieren. Ich brauche nichts weiter. Okay. Wie, oh Gott, wie die Mimik gleich runterging bei ihr. Weil ich nichts bestellen wollte. So, Wäscheanlage. Sonst nichts. Vermeintliches Loch. Verschlossene Türen sind einfach zu interessant, Freunde. Die sind einfach zu interessant. Es tut mir leid, aber ich muss hier rein. Ey, jetzt komm schon. Dankeschön. Ja. Nice. Ich war nie dort drin. Wir haben da gerade was bekommen, was besser ist als alles andere, was wir haben. War das Klamotten? Schutzhelm, ne? Aber die Gasmaske hilft mir da tatsächlich ein bisschen mehr. Klamotten umzubenennen ist doch nicht ganz so schlau, weil man wechselt die Klamotten ja wirklich häufig, ne? Verschwinde. Oh. Ein Gast. Brauchst du ein Zimmer? Wie ist es so hier in dem Laden? Da gibt's nicht viel zu sagen. Wir bieten Essen, Drinks und Zimmer an. Hauptsächlich für Händler, die auf der Durchreise sind. Mein Bruder Vadim ist für die Bar zuständig. Scarlett ist unsere Kellnerin. Außerdem hilft sie mir, die Zimmer sauber zu machen, soweit das möglich ist. Aha. Nein, kein Interesse. Das Zimmer ist frei, falls du mal eins brauchst. 10 Kronkorken für ein Zimmer? Naja, eigentlich kann ich die Waffe wieder ablegen, ne? Zimmer 2. Ich denke mal nicht, dass es hier irgendwas Besonderes zu finden gibt, aber... Sollten wir die Möglichkeit auf eine Wackelpuppe haben, dann werde ich hier auf jeden Fall durchgehen. Aber es sieht schon echt cool aus hier, gemütlich. Da frage ich mich doch, wo ist Zimmer 1? Wir haben 3, 2. Sag mir Bescheid. Wo ist Zimmer 1? Okay, hier bin ich versteckt. Hoch. Ach, Dogmeat. Muss das sein? Musst du mich auffliegen lassen? Wo ist Zimmer 1? Achso, Zimmer 1. Ja. Na gut. Keine Arbeit für uns, es sei denn, du siehst interessant aus, nur. Ist nur am Essen. Port Dinner. Das sieht ja richtig gut aus, der Kuchen. Willst du mich verarschen? Ich werde den Kuchen nie bekommen. Wo kommt er überhaupt raus? Da wahrscheinlich, ne? Aha. Also tatsächlich kann der Kuchen rauskommen, aber das Ding ist defekt. Wie alles andere verdorben ist, außer der Kuchen.
Na gut, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Möglichkeit, das Ding rauszuholen. Vielleicht mit Glück. Ich weiß es nicht. Also werden wir rausfinden. Freunde, wir gehen noch raus und damit haben wir 2 Folgen hier verbracht und ich denke mal, das reicht. Wir haben einiges an Quests zusammengekratzt und wir gehen gar nicht raus, ne? Wir wollten noch zu Nick Valentine, der sich hier oben befindet. Anscheinend, oder? Lass mich mal kurz gucken. Sei mal Valentin. Finde Nick Valentin. Achso. Haben wir ja schon gemacht. Wir waren ja schon da, ne? Na gut. Aufzug ist schon da. Achso, stimmt ja. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, benutzen wir den Fahrstuhl als Überleitung für die nächste Folge. Und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein. Euer Zero und tschüss.